Schafe mit nur weicher Wolle sind genau wie Hunde mit schwarzen Punkten auf weißem Fell vom Menschen genetisch manipulierte Tiere. Weil der Mensch Wollgarn wollte, hat er begonnen, Wildschafe als Hausschafe zu halten und durch Zucht das harte Haar reduziert, dafür aber die weiche Wolle vermehrt. Hier sehen wir Garn aus der Hose und wir sehen, dass es aus feinen Wollhaaren von einem Schaf besteht. Diese Unterwolle bei einem Schaf bildet die eigentliche Wolle bei Wollschafen aus, während wir bei den meisten Wildschafen, die keine Wolle haben, noch die sehr viel stärkeren und dickeren Grannenhaare finden. Das Wollschaf stammt von einer anderen Schafart ab, dem echten Wildschaf, das früher von Anatolien bis Südpersien weit verbreitet war. Und von dieser Schafsart wurde das Hausschaf vor etwa 10.000 Jahren in Südostanatolien domestiziert. Dieses Schaf hatte noch keine Wolle. Dieses Schaf wurde hauptsächlich für die Fleischnutzung, später auch für die Milchnutzung gezüchtet und wurde als solches dann auch nach Europa und Vorderasien verbreitet. Also Ötzi vor 5.000 Jahren kannte diese Schafe bereits. Er hat in seiner Kleidung auch Schafspelz verwendet. Keine Wolle, sondern der komplette Pelz auf dem Leder. Vor etwa 5.000 Jahren finden wir dann erste Schafe, die tatsächlich Wolle haben, wiederum im Nahen Osten. Diese Schafe finden wir schon auf Abbildungen, wo wir eine Prozession sehen, wo eindeutige Wollschafe, allerdings noch mit großen Hörnern, vorgeführt werden. Diese neuen Wollschafe verbreiteten sich dann vor 4.000 Jahren über ganz Eurasien. Wir finden sie in Europa, aber wir finden sie zu dieser Zeit auch zum ersten Mal in China. Wenn wir allerdings sagen, dass damals Wollschafe in China gehalten wurden, aus denen dieses Garn entstanden ist, dann dürfen wir uns diese Schafe allerdings nicht wie unsere fluschelig weißen Merino-Schafe vorstellen, die wir auf den Weiden finden, sondern eher wie grobwolligere Schafe, wie wir es zum Beispiel bei Skudden oder bei Pommernschafen heute haben. Bei der Schuhe wird das Haarkleid abgeschnitten. Aus dieser Rohwolle wird Garn gesponnen. Das ganze Stück zusammenhängende Wolle nennt man Vlies.